Servus, meine Lieben. Willkommen zurück zu Green Hell mit dem Voucher und mit dem Nameless und mit einer kleinen Planänderung, meine Lieben. Ich hatte noch zwei Folgen in Vorproduktion. Die heutige und die morgige wären noch vorproduziert gewesen. Aber es sind so viele Kommentare, so viele Hinweise, Leute, so viel Engagement von eurer Seite. Ich habe echt Bock, jetzt gleich mitzumachen und nicht noch zu warten. Die zwei Folgen verwerfe ich aus dem Grund. Ich werde natürlich irgendwann, wenn ich Zeit finde, die Highlights da rausschneiden für ein kleines Outtake. Und wir starten jetzt heute gemeinsam durch. Die Folge ist brandneu, bedeutet, ich habe die wirklich tatsächlich knapp vorm Upload aufgenommen. Das heißt, ich bin jetzt wieder ganz nah auch in den Kommentaren mit dabei. Ich kann jetzt dann wieder mich mit euch austauschen und brauche nicht jedes zweite Kommentar damit beantworten, dass ich das in der dritten, vierten, fünften Folge ab heute irgendwann mal drin habe. Und da freue ich mich tierisch drauf. Und ich habe natürlich alles gelesen, das wisst ihr, Leute. Und ich bin überzeugt, wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam auf Schwierigkeitsstufe schwer. Zum einen, pass mal auf, wir legen mal los. Wir fangen jetzt mal an zusammen. Wir wählen schwer, Leute. Ich glaube, gemeinsam packen wir das. Ihr seht hier die Spielstände, die wir hatten in den laufenden Folgen. Hier ist Tag 5, das war mein Endziel. Mit einem Parasit im Magen, der nicht raus wollte. Ich weiß nicht, ob man sich da einen Tee brauen muss oder sowas. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, ich habe normal gewählt. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin im Schwierigkeitsstufe leicht. Leute, aber jetzt machen wir das gemeinsam. Ich wähle das hier aus. Wir haben jetzt den Schwierigkeitsmodus schwer und werden das gemeinsam als Community wuppen, das Ding. Ich bin überzeugt davon. Wir spawnen natürlich jetzt irgendwo anders, da freue ich mich auch drauf. Ich hatte ja nur einen Spawnpunkt bis jetzt gesehen. Viele von euch haben auch geschrieben, es gibt verschiedene Spawnpunkte, es gibt Höhlen und so weiter. Ich habe das ja alles noch nicht gesehen. Ich hatte zwar das Camp, aber so begeistert war ich von dem Camp auch nicht. Und mit dieser Folge sind, glaube ich, erstmalig auch die Kannibalentypen mit den Rohren, ich glaube, die sind jetzt tatsächlich mal stillgelegt. Während den Aufnahmen, die gelaufen sind, waren die ja noch aktiv, Leute. So, hier ist das Intro. Jetzt gucken wir noch einmal kurz zu Mia runter, dann skippen wir das weg und schauen mal, wo wir rauskommen. Und zwar jetzt. Ich glaube, man muss hier drauf drücken, ne? Einführung überspringen. Ja, bitte. So, meine Lieben. Jetzt müsste nochmal der Hinweis kommen, dass wir ein Tutorial gespielt haben. Kennen wir von den ersten drei Folgen. Ich drücke Space, wir sind im Survival-Modus, Schwierigkeitsmodus hart und werden mal gucken, wo wir gelandet sind. Das wäre natürlich das Highlight jetzt gewesen, wenn ich wieder am selben Punkt rausgekommen wäre. Ne? So Leute, ich weiß jetzt noch nicht, eine Riesenkröte. Habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gesehen in den Folgen davor. Dass es Riesenkröten gibt, wusste ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wo wir hin sollen. Wir werden jetzt ein paar Meter laufen, uns grob umschauen, vielleicht sehen wir was in der Nähe. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal damit durch, kleines Shelter aufzubauen, zu gucken. Oh, guck mal hier, am Dick, da vorne ist auch schon wieder ein Camp. Seht ihr das da hinten? Da hinten ist schon wieder ein Camp, Leute. Bin ich jetzt am Fluss? War da ein Fluss bei unserem Camp? Boah, ich weiß es nicht. Jetzt gucken wir einfach mal rum, Leute. Wie gesagt, so ein bisschen was habe ich ja auch rausgefunden in den Folgen, die ich produziert habe. Ganz viel kam auch von euch. Vieles hat sich gedeckt mit dem, was ich selbst entdeckt habe. Aber waren auch viele Sachen dabei, die ich praktisch gelesen habe und gedacht habe, hätte ich es gleich mal gewusst, ne? Aus dem Grund, jetzt gucken wir mal. Es sieht so aus, als wäre da schon wieder ein Camp. Dann habe ich aber echt Glück mit meinem Spawning hier. Ich höre natürlich mit dem Ohr so ein kleines bisschen hin, weil so, ich habe jetzt schon rausgefunden, die Schlangen sind eigentlich gar kein Problem. So. Da vorne ist ein Camp, Leute. Kann natürlich auch sein, dass es ein Dorf ist von den Einheimischen. So weit war ich auch noch nicht, um zu wissen, ob die hier irgendwo Dörfer haben. Wenn ich irgendjemanden singen gehört habe, habe ich mich meistens verkrümelt. Steinfalle, ja, ist soweit klar. So, ich hoffe, wir haben nicht gleich wieder einen Egel und irgendwelche Geschichten. Eine Höhle wäre halt schon eine geile Geschichte. Vielleicht bauen wir uns hier irgendwas auf grob, bis ich einigermaßen, sage ich mal, standhaft bin mit dem Nameless und gucken dann, dass wir auch irgendwo eine Höhle finden. Hier will ich eigentlich ungern durch. So eine Steinklinge können wir uns ja schon mal herstellen. Ich meine, das haben wir ja schon mal gefunden, Leute. So, also da freue ich mich jetzt halt auch drauf. Wisst ihr, ich lese die ganze Zeit die Kommentare und denke, jo, ich muss noch warten, bis wir praktisch wieder auf dem Laufenden sind, bis die Vorproduktion durch ist. Und da will ich schon mit euch mitmachen. Aber ich denke, das ist auch normal und die meisten werden das wahrscheinlich auch verstehen. So, Leute. Guck mal, hier hat es echt Frösche. Das sind die ersten Frösche im Spiel, die ich sehe. In meinem Spielstand waren keine Frösche. Hier ist so eine dreckige Pütz. Die wird wahrscheinlich nicht viel taugen hier, oder? Schmutziges Wasser. Gut, das sollte man überhaupt nicht trinken. Unsicheres Wasser ist schon so Geschichte, gell? So, pass auf, ich gehe natürlich Richtung Camp. Ich will schon sehen, ob da jemand wohnt, ob es leer ist, ob wir was einsammeln können. La, ihr könnt ja mal so durchgeben, Leute. Wie viele Tage habt ihr bis jetzt überlebt? Bei wie vielen Spielstunden? Das würde mich mal interessieren. Natürlich nur, wer Bock hat drauf. Also ich war tatsächlich, glaube ich, mit dem Tutorial, mit allem drum und dran, bei 8 Spielstunden, Tag 5. Weiter bin ich auch nicht gekommen, ne? So nach dem Motto. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich's hier ergibt. Steine haben wir noch gesammelt. Wir bräuchten eigentlich ein Stock, ich will jetzt aber die Steinklinge nicht schon zerstören. Leute, guck mal, das ist schon wieder so ein Drogenlaborteil.
Ist ja Wahnsinn. Es gibt viele Spots offensichtlich, ne? Ich habe von einigen auch gelesen, dass sie was gefunden haben. Kann ich das hier nehmen? Vierzackiger Speer. Das ist ja, ich habe aber auf schwer gestellt, ne? Nur so zur Info nochmal. Ich kann es auch nachher beweisen, wenn wir mal speichern. Ein vierzackiger Speer. Haben wir. Ja, du hast. Haben wir jetzt im Tagebuch einen Eintrag? Guck mal, hier ist auch eine Feuerstelle, glaube ich. Ist hier ein Bett? Autorücksitz halten zum Schlafen. Jetzt schäme ich mich ja schon fast ein bisschen, dass ich schon wieder sowas gefunden habe. Aber ich glaube, dass es ziemlich in jeder Nähe sowas gibt. Man muss nur in die richtige Richtung laufen. Ich habe jetzt halt zweimal Gas gehabt, ne? Mehr oder weniger. So, hier gucke mal, Dose. Wobei bei den Dosen weiß ich nicht. Eine Hängematte. Halten zum Schlafen. Nüsse. Matratze halten zum Schlafen. Hier kannst du sogar Leute einladen, so viel. Ist jetzt echt ein Zufall, oder? Ohne Witz, Leute. Und das Camp ist sogar besser wie das letzte. Guck mal, hier hat es auch wieder Kohle. Die nehme ich natürlich mit. Kohle habe ich auch was gelesen in den Kommentaren. Das habe ich mir allerdings leider nicht gemerkt. Ich glaube, Kohle kann ich irgendwie verarbeiten. Die hilft uns, gesund zu werden, ne? Hast du was gehört, Nameless? Da hinten ist eine Pflanze, die nehme ich mit. Das müsste Tabak sein. Das sollte eine Tabakpflanze sein. Dann nehme ich jetzt tatsächlich sogar in Kauf, dass die Klinge kaputt geht. Unbekannte Kräuter waren das. Okay, Kräuter. Die gelbe Blume brauchen wir für die Verbände. Also hier kann ich schlafen. Jetzt geht es nur darum zu speichern. Das heißt, wir müssen hier schon einen Shelter aufstellen. Allerdings. Wir gucken dann. Was ist denn das hier? Was ist das, Leute? Das ist doch wieder was mit Wasser, oder? Das ist doch wieder was mit Wasser hier. Guck mal. Ich glaube, hier bleiben wir erstmal. Wir bauen uns hier einen Shelter auf. Ich gucke jetzt mal eben, dass ich uns eine Axt bastel. Da vorne ist nochmal ein Stein, den nehme ich gleich mit. Hier gefällt es mir auch, weil es ein bisschen lichter ist, ne? Und nicht so gar so dschungelig. So, ich sammle den nochmal. Frösche müssen wir gucken, was wir mit denen anstellen. Sag mal, sind Frösche, die haben doch normal eine Gifthaut. Oder manche zumindest. Vielleicht können wir da vergiftete Pfeile irgendwann herstellen. So, Steine haben wir. Jetzt kann ich auch die Klinge opfern. Jetzt kann ich auch die Klinge opfern. Und ich würde sagen, ich brauche auf jeden Fall eine Axt und einen Speer. Wobei ich ja den Dreizack-Vierzack-Speer habe. Müssen wir natürlich auch mal gucken dann, wie man den baut, ne? Was man dafür braucht. Ob man den aus natürlichen Ressourcen herstellen kann oder. Jetzt pass auf. Nimm das nicht weiter reinhauen. Ich habe immer Angst, dass du es kaputt machst. Holzscheit? Da müssten langer sein eigentlich. Das sind alles Holzscheite. Ah ja, gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns mal das Holz hier raus. So, meine Lieben. Ich habe natürlich immer so ein bisschen den Blick auch in die Umgebung. Ich habe auch übrigens das Gefühl, dass Schlangen, Spinnen und so, die spawnen eher irgendwo plötzlich, als dass die. Durch den Dschungel wandern oder so. Ich habe jetzt also bis auf den Jaguar, glaube ich, wandern doch die Viecher nicht durch den Dschungel. Und die Vögel halt, ne? So, Leute, jetzt pass auf. Wir gehen direkt hier ins Baumenü. Dann hauen wir uns das drauf. Dann würde ich sagen, wir opfern unsere Steinklinge. Und ein Seil brauchen wir. Jetzt habe ich natürlich kein Seil. Scheißendreck. Muss ich erst ein Seil holen, Leute. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Da vorne sind bestimmt Seile. Sedile Seile brauchen wir. Ich muss halt drauf hören, dass ich die Schlange höre. Sonst haben wir echt ein Problem. So, den Speer mache ich mir hauptsächlich immer am Anfang mittlerweile, weil ich halt damit die Schlangen gut wegkriege. Und Schlangenfleisch habe ich auch gelernt, ist ziemlich gut, ne? Also das kann man sich herknuspern und dann passt es. Ich habe es nur noch nicht roh gegessen. Ich glaube doch einmal aus Versehen und dann hatte ich diesen Parasit im Magen, der nicht mehr raus wollte. Jetzt habe ich Seile, ne? Das heißt, jetzt geht's weiter hier. Steinklinge hier drauf. Und dazu brauchen wir einen fetten Stick und das da. Genau, jetzt haben wir schon mal die verbesserte Axt. Es gibt noch bessere, glaube ich, habe ich gelesen. Da kamen auch Hinweise von euch mit Obsidian und Geschichten, was ich aber, wie gesagt, noch nicht gefunden habe. Ich muss trotzdem hier gucken. Cool wäre natürlich auch, wenn wir recht schnell Knochen finden würden. Ich brauche einen Speer. Ich glaube, hier kann ich einen Speer rausschlagen. Stopp. So, und dann würde ich sagen, setzen wir da unten einfach mal das Shelter auf an diesem Camp, dass wir speichern können und schauen natürlich, dass der Nameless jetzt hier ein paar Kokosnüsse noch findet. Langsam. So, pass auf, langer Stock. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal, um den richtig herzubasteln, zwei Steine. Ja, du kriegst gleich irgendwas. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es anstelle, aber du kriegst was. So, wir haben jetzt hier wieder die Geschichte. Dann haben wir den Stock hier drauf und dann brauchen wir nochmal ein Seil, glaube ich, ne? So, jetzt habe ich einen Speer. Wir haben eine verbesserte Axt. Ich würde sagen, dass wir nachher nicht wieder in die Bredouille kommen. Machen wir gleich nochmal zwei. Oh, du hast nur noch einen Stein. Ne, hier liegen nochmal welche. Herstellen, dann haben wir schon mal eine Steinklinge in Vorrat und jetzt können wir eigentlich Blueprint anbasteln. Eine Kokosnuss wäre eine coole Geschichte. Weil Dosen haben die jetzt hier keine gehabt, ne? Jetzt kommt er hier wie eine Cola, verstehst du? Also zum Trinken gab es da nichts, außer diesen Spender. Jetzt ist die Frage, tragen die hier Kokosnüsse? Ich sehe nichts. Ich sehe hier nichts.
Liegen am Boden welche rum? Bisschen sollte man noch rumsuchen. Es ist, glaube ich, eine Weile Tag. Ich nehme auch noch mal Seile mit. So, meine Lieben. Da freue ich mich jetzt drauf. Weißt du, wenn du nämlich jetzt heute Abend was in die Kommentare reinschreibst oder Tipps gibst oder sowas, dann kann ich agieren. Dann brauche ich jetzt ständig hinsitzen und sagen, jo, warte mal noch 2 Folgen, dann komme ich auch drauf, wie ich den Wurm aus dem Arm pull und so. Ich will einfach wieder mit euch zusammen das machen und ihr seid einfach genauso wie ich. Ihr seid voll drin, ihr frustet euch auch so den einen oder anderen Meter durch, lernt dazu und das finde ich einfach cool. Deswegen freue ich mich ganz arg, dass wir das jetzt machen. Guck mal, hier ist schön. Hier ist es echt schön, hier gefällt es mir. Hier machen wir weiter. Zumindest Ausgangsbasis. Eine Höhle wäre trotzdem eine coole Geschichte, ne? Wir gehen jetzt zurück. Ich habe halt das Problem, dass ich momentan nichts zum Trinken habe für ihn. Ich müsste eigentlich ein bisschen mehr Orangensaft essen. Ich wusste ja nicht, wie lange der liegt, ne? Ich wusste ja nicht, wie lange der Orangensaft schon liegt, Leute. So, gut. Das habe ich gerade gesehen. Hast einen O-Saft gefunden. Alter, dir geht's gut. Dir geht's gut. Voll versorgt, der Naimi. So, Leute. Da ist gerade eine Kokosnuss runtergekommen. Yes, lecker Nestle. Holen wir uns natürlich gleich. Und dann probieren wir mal den Wasserspender hinten, ob das einer ist. Nehmen wir schon mal mit. Laufen weiter. Da gibt es dann bestimmt auch noch mehr. Ja, da oben wäre noch eine. Ich habe immer nur Angst, dass ich meine Axt dann nicht mehr finde. Ne? So müsste es eigentlich. Warte mal, die Axt ist fast wichtig. Und vor allem geh unten drunter weg, Alterle, ne? Oh, guck mal, die kannst du aber sammeln. Dann gibt es kleine Stöcke. Okay, haben wir jetzt voll offensichtlich. Wo ist denn die Kokosnuss hingeklatscht? Wo ist die jetzt hingeflogen? Hauptsache, ich habe meine Axt wieder eingesammelt, die wahrscheinlich mit 2 Schlägen jetzt kaputt sein wird, ne? Warte mal, da war noch was? Ne, war ein Stein. Leute, wo ist denn die Kokosnuss jetzt hingeflogen? Da liegt sie. Tja, Orientierung und Blindheit, die sind halt immer mit dabei. Egal, wie weit ich mich spoiler oder nicht spoiler, Leute. So bin ich halt, ne? So, komm. Renn mal ein paar Meter, dass wir auch mal irgendwann anfangen. Haben wir schon wieder ein Camp gefunden. Ist mir echt fast ein bisschen peinlich jetzt. Ich kann aber auch nichts dafür. Ihr habt ja gesehen, ihr wart ja live dabei, wie ich neu gespawnt bin, ne? So, Leute, wir essen. Du hast einen Snack gegessen. Du musst nämlich hier eigentlich trinken. Und dann sammeln. Jetzt hast du den Snack gegessen. Dann geht es dir aber jetzt normalerweise gut, oder? Dann essen wir das hier nochmal. Und jetzt probiere ich natürlich, die Kokosnuss da drunter zu legen. Lass sie mal hier so fallen. Nehmen Sie nochmal. Ich will die genau hier hinlegen. Tatsächlich, also das macht schon irgendwas mit Wasser, Leute. Die Frage ist, was es hier braucht. Nach was sieht denn das aus? Ich könnte mir vorstellen, ein Stick, dass ich das wie eine Pumpe bediene. Probieren wir mal. Nee. Nee. Die fliegen jetzt raus, ich sammle die gleich wieder ein. Seil ist es auch nicht. Hier muss ich irgendwas noch machen. Ich weiß noch nicht was. Das ist es auch nicht. Stein ist es auch nicht. Kohle wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ich kann ja mal kurz eine zweite Schale versuchen. Tatsächlich. Nee. Verbrauchs. Nee, die Kokosschale geht nicht. Eine ganze Kokosnuss auch nicht. Kann ich die da vielleicht auffüllen? Das hat sich gerade angehört, als wäre da ein Füllgeräusch gewesen. Boah, ich lasse. Hast du gesehen? Wasser sauber. Alles klar. Also ich weiß noch nicht genau, was das da oben für ein Ding ist hier. Vielleicht kann ich da oben auffüllen. Keine Ahnung, lass mal gucken, wie geht's dir eigentlich, Großer? Super Werte bis jetzt. Also wir fangen an, Shelter aufzubauen. Hier würde ich dann das Feuer hinsetzen. Schlafen können wir oben. Uns reicht zum Speichern ja ein kleines. Das setzen wir jetzt einfach hier hin, Leute. So, noch geht's uns gut. Mal gucken, wie lange sich das jetzt hält. So, pass auf. Das ist klar. Da gucke ich natürlich auch nochmal irgendwann demnächst ein bisschen grob durch. Also, ich freue mich jetzt echt, Leute. Ich freue mich echt einfach. Ich habe mir echt hin und her überlegt, wie machst du denn das jetzt, dass du da wieder mitmachen kannst, ne? Hier laufen Tipps und so. Und ich habe dann die Hälfte schon entdeckt. Die andere Hälfte fehlt. Und ich konnte es nicht reinnehmen. Jetzt läuft's. So will ich es wieder haben. Oh, jetzt haben wir hier doch da hinten Langstäbe, brauchen wir. Langstock. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Palmen Langstock rauskriege. Ich habe seit Folge 1, glaube ich, keine Palmen mehr niedergeschmatzt. Aber hier kriege ich nochmal einen Lang raus, ne? Wirst gleich eine neue Axt brauchen, Großer. Komm, das reicht wenigstens für den einen. Ja, es hat aber gereicht. Ich baue gleich eine neue. Ein Langstock. Stock. Noch ein Langstock. Ich lege den mal eben hier hin. Das habe ich nämlich jetzt auch schon über mich gelernt. So finde ich es dann doch besser. Siehst du, es geht schon los und schon suche ich nämlich. So. Der liegt jetzt hier, dann weiß ich gleich, wo er ist. Wir laufen wieder vor. Ich bin mal gespannt.
Also jetzt ist bei mir tatsächlich auch die erste Aufnahme, glaube ich, wo diese Kriegertypen nicht mehr da sind. Außer die, die man im Kopf hat halt. Aber die anderen, die waren schon zum Teil ein bisschen nervig, fand ich. So, guck mal, ich hole gleich mal einen neuen Stein nach. Und ganz wichtig, wir müssen nach Verbandsblumen schauen. Das sollte ich nicht mehr so lange warten. Das habe ich immer so weit rausgezogen. Dann kommst du hier rum, da hast du plötzlich eine Krankheit, irgendwas und kannst dir nicht helfen. So, ich glaube, einen brauchen wir dann aber noch. Hier ist eine schöne Stelle, Leute. Das erste Mal, seit ich das Spiel jetzt spiele, in dem es ein bisschen lichter ist. Mit Camp natürlich. Nameless und sein Campglück. So, vielleicht ist ja was dran am Dschungelcamp hier mit dem Navy, weißt du? So, und der Schlapphut kommt natürlich die Tage auch wieder. Den habe ich jetzt mal in die Wäsche gepackt und gedacht, zieh mal den Kampfhut auf für die nächsten Runden. So, Leute, aber ich merke jetzt im Moment noch keinen Unterschied, was schwer angeht, ne? Weißt du, ich habe gedacht, dass man vielleicht mit weniger Werten startet oder so. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch dasselbe. Die Dose, die können wir dann später. Pass auf. Wir brauchen natürlich wieder eine Steinklinge. Ja, das machen wir jetzt. Ich würde sagen, wir machen die Folge heute auch so lange, Leute, bis wir tatsächlich speichern können, ne? So, dann brauche ich den Stab. Ich brauche ein Seil. Und was mich jetzt natürlich interessiert, wäre. Ah, nee, es macht. Da kann man ja insgesamt vier Sachen anheften. Man kann ja insgesamt vier Sachen anheften. Also irgendwas habe ich noch nicht entdeckt, ne? So, jetzt hauen wir mal den. Ne, halt, stopp, stopp. Ich glaube, wir brauchen den hier für einen langen Stab, ne? Einen brauche ich noch. Rest lasse ich einfach rumliegen jetzt hier, ne? Ja, hau durch, hau durch. Da vorne ist übrigens so eine gelbe Blume. Nimm die gleich mal mit, dann kannst du schon mal einen Verband machen. Guck mal, Leute, ich habe auch noch keinen einzigen Egel gehabt. Wenn wir speichern, gucken wir mal, ob es wirklich der Schwierigkeitsgrad schwer ist. So, jetzt haben wir das Problem. Ich brauche nur ein Brett fallen lassen. So, und jetzt sammel mal die Pflanzen ein. Das ist viel wichtiger. So. Feuerbrett, oder? So, und den Langstab brauche ich. Wo ist der? Ist da jetzt einer rausgefallen oder nicht? Ich sehe nichts. Ah, das waren die mit dem Holzscheit. Das kann natürlich auch sein, dass jetzt hier gar kein Langstab ist. Muss ich nochmal ran? Die Uhr zeigt schon wieder an. Also irgendwie, ich denke mal, dass er wieder Durst hat. Oder Kohlenhydrate, das kann natürlich auch sein. Da habe ich auch immer so ein ganz kleines bisschen Problem gehabt die letzte Zeit. Lass mich mal schauen, ob wir. Ich habe gedacht, ich habe den Jaguar gehört. Leute, ich habe gedacht, ich habe den Jaguar gehört. Da sind wir voll mit den Sachen hier, ne? Bis auf die großen Sticks. Ja, da gehe ich jetzt ja nicht mehr hin, wenn ich da ein Brummen gehört habe. Das kann aber auch mein Magen gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht. Was ist denn das hier? Den habe ich auch noch nie gefällt, den Benjaminibaum. Ich guck mal. Bitterholzblüten. Bitterholzblüten. Ich gehe schwer davon aus, Leute, dass ich damit die Parasiten im Magen rauskriege. Oder? Hat es jemand von euch schon mal gehabt? Diese Magenparasiten, wenn der irgendwas isst. Also nicht den Wurm in der Haut, sondern im Bauch drin. Oh, das wäre eine coole Geschichte, weil da habe ich echt bis jetzt noch keine Lösung gefunden gehabt. Ich habe den noch stehen lassen. Ich weiß noch, ob ich gedacht habe, Benjaminibaum, der frisst doch keiner. So, Leute, ich brauche noch einen Langstab. Ein Langstab. Manchmal liegen auch welche so rum, gell? Ja, hau das auch noch. Nimm die Kokosnüsse mit, die kannst du nachher verarbeiten. Ey, wir haben noch so viel zu tun eigentlich. Palmenblätter muss ich noch. Hier wollen wir auch noch mal irgendwann in Ruhe rumgucken. Oh, die Pilze. Die nehme ich auch mit. Von denen weiß ich nämlich, dass die gut waren. Bevor die verderben, fresse ich da jetzt die Hälfte schon mal gleich. So, Leute. Pass auf, dann gehen wir mal ganz kurz grob durch. Wir essen mal ein paar Pilze. Lass mich mal auf die Uhr gucken. Was brauchen wir denn überhaupt? Wasser wird eng. Wasser und Fett, aber Viecher jagen und so, das kriegen wir hin. Ich brauche noch einen Langstab. Hier ist natürlich alles eher palmig gerade, aber das ist halb so wild. Wir finden noch einen und dann ist schon gut. Ne, stopp, wir brauchen noch mehr, gell? Am Ende kommt ja nochmal eine Abfrage vom Zelt. Hier, den machst du. Hau den. Ja, coole Geschichte. Also mit den Bitterholzblättern, Leute, ich glaube, das sind dann schon die, wo man den Parasit vertreiben kann aus dem Bauch. Wir werden es aber bald wissen. Oh, schon wieder nur ein Holzscheit, oder? Scheiße. Scheiße, Alterle. Was hast du denn eigentlich gerade? Hier ein Egel. Egelmegel, tschüss. Scheiße, jetzt wird's dunkel. Ich wollte. Bist auf eine Maus getreten, Alterle. Gegenstände über die Wunde ziehen. Wir haben gar keine Wunde, es war nur ein Egel. Es war nur ein Egel. Hier scheint ein Egelgebiet zu sein. Wir gehen mal hier weg. Ich stelle die Kokosnüsse auf, es regnet gerade. Langstab, Langstab. Ja, scheiße, Dreck. Dann machen wir halt im Dunkeln weiter.
Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Schlafen können wir ja, nur nicht speichern bis jetzt halt, ne? So Leute, ich bin gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch und habe mich auch tierisch gefreut über die vielen, vielen Kommentare, die bis jetzt reinkamen mit den Tipps und Hinweisen. Und es ist echt bedauerlich, wenn man dann nicht miteinander so durchfighten kann, weil einer irgendwie hinten dran liegt und sagt, ah, ich muss noch warten, bis meine Folgen durch sind. Schluss mit lustig, ein paar kann man ruhig mal verwerfen. So, Hauptsache, wir können zusammen weiterzocken. Okay, pass auf, die Kokos. Moment, den habe ich schon gesehen jetzt. Den habe ich schon gesehen, mitten im Wald. So, Parenga, dann holen wir gleich die Palmen. Ich mache aber erstmal hier Kokosnuss. Wir machen uns hier ganz viele Kokosnüsse jetzt hin. So, pass auf. Sammeln. Ich glaube, jetzt habe ich dann das. Ich kann auch hier zum Beispiel sammeln, dann bleibt das Fleisch erstmal im Inventar, ne? So, machen wir hier auch nochmal. Und hau gleich mal ein paar raus, Nemi, bevor es aufhört zu regnen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Die müssten jetzt hier unten wunderschön nebeneinander. Hier kann noch eine rein, würde ich sagen. Ne, mach sie nebendran. Muss ja auch schön sein. Schön aufdrapiert, ne? So, weiter geht's. Das kannst du dir gönnen. Trink sie, sammel sie und dann ess die zwei. Und dann ist er auch schon wieder halbwegs mit Fett hergerichtet. Essen und essen und hat schon wieder aufgehört. Der Regenwald, der Regenwald. So, wir gucken kurz auf die Uhr. Soweit gut. Wasser haben wir ein Problem, aber es hat gerade geregnet und wir haben hier doch auf unserem Wasserspender schon was verteilt. Da müsste wieder Wasser drin sein. Perenga. Alles klar. Jetzt sollte er eigentlich ein bisschen schlafen und noch mehr Wasser trinken, aber gibt's Schlimmeres. Wir bauen jetzt erstmal weiter. Ich brauche Palmblätter. Leute, da machen wir halt heute 40 Minuten. Hauptsache, wir haben die Ausgangsbasis, ne? Ein kleines Camp mit Speichern, Schlafen und so weiter. Die Kokosnuss nehme ich nachher auch noch mit da hinten. Weiter. Weiter, weiter. Und dann erkunden wir mal den Urwald zusammen. Ich bin jetzt schon ziemlich gespannt, wie weit wir kommen. Wir brauchen gleich nochmal zwei Langstäbe, glaube ich. Sechs Palmblätter haben wir schon mal. Lumlilum, lumlilum. Hier ist auch ein bisschen heller, also mir gefällt es hier. Da kriegst du nicht gleich einen an der Banesel. So, da müssten aber noch ein paar abgefallen sein. Stopp, die Mopti. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich einen Unterschied merken. Aber jetzt, momentan würde ich sagen, Schwierigkeitsgrad schwer. Das ist alles noch nicht so richtig implementiert, weil es fühlt sich genauso an wie das andere Zeug. Immer noch Palmblätter. Warte, nimm. Nee, lasse liegen. Wir können das später noch. Nimm mal die Palmwedel jetzt alles mal mit. So, meine Lieben. Ja, guck mal, 22 Minütlen mit einem Neuanfang, neuer Spawnpunkt. Ah, das ist die kleine. Siehst du, ich habe schon wieder verwechselt. Ich dachte, ich brauche jetzt noch Langhölzer. Nee, braucht man nicht. Wir könnten jetzt speichern, machen wir aber noch nicht. Wir werden jetzt als allererstes mal eine Runde schlafen. Genau mit dem Kommando. Willst du in der Hängematte pennen, Alterle? Ich würde schon sagen, oder? Sedile Hängematte. Hängematten finde ich cool übrigens. So, wir warten. Ja, wie viel gönnt man uns? Von der Gesundheit her sind wir halt nicht mehr so viel. Ich lasse es mal voll aufbollern. Perfekt. So. Ja, ist gut, Alter. Jetzt pass auf, jetzt wäre das natürlich eine geile Geschichte. Jetzt sammle ich mal den Frosch. Ich bin mal gespannt, was wir machen. Vielleicht haben wir Glück und da ist ein kleiner Knochen drin. Riesenkrötenfleisch. Was ist das hier? Ah, nee, das traue ich mich jetzt noch nicht. Mal den Stein hier hoch, dass ich was sehe. Momentan ist er zumindest gesund, weißt du? Pilz kannst du essen. Ein ganz kleines bisschen ist die Gesundheit hoch. Und dann essen wir noch ein Kokosfleisch für mehr Fett. Esst es auch noch. Ich mache mir jetzt gleich die Riesenkröte. Nüsse essen wir. Und wir trinken einen Schluck und sammeln die Nüsse. Und da holen wir uns da unten die Kokosnuss. Pass mal auf, Leute. Und jetzt trinken wir da unten noch Wasser. Und dann speichern wir. Ich glaube, jetzt ist eine gute Möglichkeit, oder? Hast du es jetzt genommen? Du sollst es nicht nehmen. Dann hat es sich nur noch nicht aufgefüllt. Du musst geduldiger sein. Du bist ja wie ich, Nebles. So, guck mal, irgendwo am Wasser unten habe ich noch die Dinger aufgestellt. Hier, sauber. Sauber, guck mal kurz rein, wie weit sind wir? Trink weiter, mein Freund, dafür habe ich es aufgestellt. Nochmal? Ja, das ist was Feines, Nemi, oder? Oder? So, mit der Ausgangsbasis speichern wir jetzt das erste Mal, Leute. Ich glaube, dass es ein guter Speicherstand ist. Ich muss nur gucken, wo ich das Zelt habe. Hier, Hütte, speichern, Spiel speichern, überleben, schwer, Tag 1 ist unser Spawnpunkt. Ich überschreibe den. So. Spiel ist gespeichert, es wird langsam hell, wunderbar. Und wir haben noch Zeit, um uns das kleine Feuerle aufzubauen. Aber das würde ich tatsächlich jetzt schon, also nicht ins Freie bauen, sondern so, dass es vor Regen geschützt ist. Ich gucke mal, ob ich es hier drunter stellen kann. Ist hier oben, ja, da kommt auch Wasser durch, oder? Hier ist es eigentlich ziemlich cool.
Ich guck mal, ob wir das hier aufbauen können. Wird es uns gleich sagen, das liebe Spiel. So, pass auf, wir gehen in Feuer. Ne, geht nicht. Aber ihr habt ja gesagt, man kann was drüber bauen. Vielleicht machen wir das mal. Einen kleinen Unterstand oder so drüber bauen. Deswegen würde ich sagen, hau ich es jetzt hier hin, das erste. Sticks fehlen uns, kein Problem. Da hinten liegen noch ganz viele rum, die holen wir uns jetzt. Also es fühlt sich gut an. Das ist jetzt halt, sage ich mal, die Essenz der Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben. Wir waren aber auch noch nicht viel unterwegs. Und ab jetzt geht es halt dann weiter zusammen wieder. Und das war mir halt persönlich wichtig, Leute. Könnt ihr ja reinschreiben, wie ihr die Entscheidung findet, wenn ihr Bock habt. Eure Meinung zählt natürlich, ne? Guck mal, hier sind die Pilze schon nachgespawnt offensichtlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Ein paar von euch haben was reingeschrieben zu dem Patch, dass die Krieger erstmal abgeschalten worden sind, weil die echt nervig waren. Ich fand die auch nervig, aber hauptsächlich, weil die so früh kamen. Du hast eigentlich gar keine Chance gehabt, dich vorzubereiten auf die, ne? Ist es kaputt gegangen, nehmen das? Wieso regst du dich dann so? Der ist echt wie ich hier in dem Spiel. Ist der Hammer. So, pass auf, wir machen dir gleich eine neue. Dann kannst du zufrieden sein. Nein, noch hast du nichts. Sei froh, dass du nichts hast, Alterle. Einmal die Geschichte. Sticks wollte ich holen. Jetzt weiß ich es auch wieder, was ich holen wollte. Dann machen wir die Geschichte hier rein. Dann ein Seil dazu, mein Freund. Und natürlich haben wir keinen Stock. Super Geschichte. Jetzt kann ich eigentlich nur hoffen, dass hier wirklich. Lass mal die Kokosnüsse jetzt und such mehr Holz. Wir haben doch hier so viel Holz liegen lassen. Palmblatt. Hallo. Leute, da war ich doch so fleißig. Hier, siehst du, da geht's los. Den nimmst du mal. Farenga. Katzenga. Ich will's wissen, Leute. Schreibt mir rein, welchen Tag ihr momentan seid. Bei welchem Überlebenstag. Ich glaube, von einem habe ich gelesen, Tag 17 schon, ne? Das interessiert mich schon, wie ihr da fortschreitet. Freue ich mich total drüber. So, Leute, wir haben wieder eine Axt. Wir machen uns jetzt hier gleich noch ein bisschen Holz. Hier ist ein kleiner Stick. Bananenblatt können wir später gebrauchen. Jetzt im Moment. Hier sind sie. Das war die Stelle, die ich gesucht habe. Habe es ja extra hier liegen lassen. Nehmen wir noch ein paar kleine mit. So. Also es ist tatsächlich so, wenn man eine Weile dran ist, man kriegt den Anfang besser hin. Ne? Erinnert euch mal an die ersten Folgen, praktisch nach dem ersten Mal spawnen. Wobei mir gar nicht klar war, dass wir unter normal, beziehungsweise ja doch normal waren wir unterwegs. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir haben leicht gewählt. Habe ich mich irgendwo verklickt offensichtlich. So, aber jetzt mit euch zusammen bei dem. Ich wusste ja nicht, wie viele Hinweise da kommen, Leute. Deswegen sage ich jetzt ganz einfach mal ganz frech, wir schaffen das zusammen auf schwer. Das packen wir. So, jetzt fehlen dir wieder Sticks. Das ist natürlich bescheuert. Jetzt kannst du nochmal losrennen. Lauf nochmal dahin. Ich glaube, wir haben bestimmt den einen oder anderen liegen lassen. Und vor allem höher in den Wald. Stopp. Unbekannter Pilz nehme ich mit. Den kenne ich noch nicht, den Pilz. Den sehe ich das erste Mal. Das ist jetzt die dritte Pilzsorte hier. Pilzsorte. Ich habe jetzt praktisch die Pilze, die man essen kann. Dann habe ich diesen Pilz mit so einer weißen Kappe. So ein weißes Spinnennetz ist um den rum. Den kenne ich. Von dem muss ich kotzen. Und den, den ich jetzt gerade geholt habe, den kenne ich nicht. Komm, wir machen uns jetzt hier noch ein bisschen Holz. Halt, da ist doch noch ein Stick. So, pass auf, den nimmst du auf. Den großen wollte ich, den da. Jawohl. Und dann würde ich sagen, ist hier noch ein Langstick jetzt weggefallen oder nicht? Ja, den da sammeln wir mal. Und den anderen nehme ich mit vor für den zweiten Speer, ne? Ersatzspeer. So, Leute. Hast du die jetzt nicht aufgesammelt, weil du keinen Bock hast oder weil wir voll sind? Nameless. So. Also, zurück. Feuer sollten wir heute noch ankriegen, denke ich. Oh, hier müssen wir auch nachher trockene Blätter holen an diesen Palmen. Zundermäßig. Jo, komm, das machen wir uns noch als Ziel. Ich wusste nicht, dass wir das Shelter tatsächlich jetzt so schnell aufgestellt kriegen. Machen wir uns noch ein kleines Feuerle an. Grillen dann vielleicht noch kurz das eine Viech, das wir gefunden haben. Wenn es nicht schon verdorben ist, ne? So, Feuer ist an. Ich hole kurz Palmenzunder. Wo waren die? Da hinten drin, ne? Ne, das ist sie nicht. Wo war die Palme? Wo war die Palme? Hallo? Gerade eben war doch hier die. Da ist die Zunderpalme, ne? An diesen sind, glaube ich, die braunen Dinger dran. Ah, jetzt sehe ich das erst. Durch den Äxte-Skill sind, glaube ich, auch die Äxte, die man sich baut, besser dann, ne? Die halten jetzt mittlerweile länger, habe ich das Gefühl. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Palmblatt, Palmblatt, Palmblatt. Trockenes Blatt. Hier ist nochmal eins. Ne, das will ich eigentlich nicht. Guck mal, ist da keins mehr da, Digga? Ich meine, zwei reichen ja schon mal, um ein Feuer aufzubauen. So. Tabak haben wir noch keinen gefunden, ne? Den brauchen wir auch noch.
So, komm, wir gehen zurück, wir machen uns ein kleines Feuerle und essen was, bevor es regnet. So, Leute, also ich muss sagen, die Anfänge machen jetzt natürlich Spaß. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gezockt, sind ziemlich gut vorwärts gekommen, haben einen halbwegs brauchbaren Spielstand, finde ich. So muss es sein. Aber wie gesagt, am Anfang ist halt immer alles schwer. Jetzt essen wir mal das, die können wir nachher aufstellen. Dann brauche ich einen Stock und einen kleinen Stock. Genau, für einen Handbohrer. Und jetzt können wir hatten doch vorhin so ein Brett. Habe ich das jetzt irgendwie benutzen? Und ich hatte die Palmblätter. Die sind hier. Energie haben wir genug fürs Feuer machen. Passt. Bin gespannt, Leute, ob es gleich wieder ausgeht. Ich habe ja mit dem Feuer immer so meine Probleme in manchen Spielen. So, wir zünden an. Müssen wir natürlich auch öfter machen, damit der Skill besser wird und so weiter, ne? So, pass auf. Geh mal in deinen Fleischbeutel. Es ist verdorben. Deine Riesenkröte ist verdorben, Digga. Schade drum. Tja. Das hilft uns jetzt nichts. Die ist verdorben. Hier, dieser kleine Pfifferling. Musst du aufpassen wie ein Fuchs. Der liegt nämlich hier so mittendrin, ne? Tja, Leute, dann sollten wir uns was jagen, wenn wir was essen wollen. Sollen wir mal hier gucken? Was ist denn eigentlich mit diesem Speer, den wir gefunden haben? Wo ist denn der? Hier, der da, gell? Steinspeer. Vierzackspeer, Leute. 100% Haltbarkeit. Ausrüsten. Okay, jetzt bräuchte man eigentlich nur noch Viecher. Ich sehe hier aber keinen Fisch oder sowas, ne? Und wir haben schon wieder sedile Zeichen. Hier ist nichts. Was wir jetzt natürlich als Problem kriegen, ist, wenn wir jetzt diesen Wurm kriegen würden. Das wäre üble Geschichte. Wie sieht's denn aus? Wasser brauchst du ja. Wasser habe ich dir aber genug gemacht, Alterle. Da ist ein Fisch, Leute. Da ist schon ein Fisch. Zielen, halten und zielen und angreifen. Wasser schmutzig, nur nicht trinken. Ich will jetzt halt nicht in das Wasser reinstehen, wenn das ein Piranha ist und dann. Hier ist einer, siehst du? Jo, wir haben den sogar erwischt, Leute. Wir haben den sogar erwischt. Ein Piranha. Kann man die eigentlich essen? Kein Platz mehr im Inventar. Herstellen. Sammeln. Ich sammle den mal. Mal gucken, was er macht. Vielleicht Gräten. Fischgräten. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir auch gegen den Wurm ankämpfen. Und jetzt probiere ich einen Piranha zu essen. Aber ich würde sagen, wir legen den drauf. Piranha-Fleisch. Den legen wir drauf. Der soll brutzeln, aber ich speichere, ne? Bevor ich den esse. Und zwar unten drunter. Nein, nicht schlafen. Nicht schlafen, sonst geht der Piranha kaputt. Alter, mit einem Schlag. Also hier oben, Spielstand, den Fünfer lasse ich mal. Obwohl, nee, den überschreibe ich jetzt. Wurscht. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Wir sind innerhalb kürzester Zeit auch wieder so weit, Leute. Wir schaffen das. So, Piranha-Fleisch. Eine Grete haben wir. Wir kriegen praktisch die Uhren in den Griff. Jetzt trinke ich hier noch einen Schluck. Sehr schön. Und geh mal die Kokosnüsse ab. Zumindest zwei. Wir stellen uns da noch ein paar mehr auf. Und jetzt, ich warte auf den Piranha. Ich bin gespannt, ob man den essen kann. Hier sind auch Pilze. Oh, eine ausgewogene Mahl. Der isst jetzt mittlerweile ausgewogener als ich, Leute. Der isst jetzt gleich Pilze mit Fisch. Wenn das Feuer nicht ausgeht. So. Iss und iss. Kannst du die runterschieben? Dann sind sie zusammen. Den machen wir mal da hoch. Den traue ich nämlich nicht. Dann trinken wir eine Schluss hier und hier mal ein bisschen was essen. Ja, geile Geschichte. So, Leute, jetzt kommt's drauf an. Wird der Piranha uns gut tun? Sag es uns, liebes Spiel. Sei nicht zu sedil. Ich bin gespannt. Ich nehme es. Piranha-Fleisch genommen. Jetzt pass auf, Leute. Piranha-Fleisch. Essen. 22 Proteine, 10 Energie, geistige Gesundheit geht hoch. Offensichtlich sind Piranhas zu was zu gebrauchen, Leute. Geile Geschichte. Wieder was gelernt. Natürlich brauchen wir mehr Fette. Sollte man fast noch einen Fisch machen, ne? Aber eigentlich, nämlich, will ich dir ein bisschen gutes Fleisch gönnen. Okay. Leute, ich glaube, wir machen an der Stelle aus. Die zweite Folge machen wir natürlich hier weiter. Von hier aus erobern wir uns jetzt so ganz langsam, gemütlich, Schritt für Schritt den Dschungel. Ich würde sagen, grobes Ziel für die Staffel sind mal überleben. 30, 35, 40 Tage. So, ob wir das schaffen. Ich bin tierisch gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, endlich wieder in den Kommentaren näher dran zu sein, Leute. Ich sage es jetzt heute ein bisschen öfters dazu, weil mir es wirklich gefehlt hat. Es war für mich die ganze Zeit so ein Runterbremsen auch, ne? So, und jetzt passt es wieder. Und ich glaube, wir sind heute ziemlich nah an dem Stand, an dem wir sonst die ganze Zeit auch waren. Haben eine gute Ausgangsbasis, oder? So, pass mal auf. Wir machen jetzt hier noch einmal die Geschichte. Sammeln. Ich will noch ein bisschen einmal aufbauen uns. Essen und essen.
Oh, der hat die direkt rausgeschmissen. Jetzt hast du sie umgeschmissen. Das wollte man natürlich nicht. Warum? Weil hier alles Mögliche drin rumfahrt. Hier ist das Feuerbrett. Wieso ist das Feuerbrett hier drin? Wieso ist das Feuerbrett hier drin? War das nicht die ganze Zeit hier eigentlich? Nee, offensichtlich will er das hier haben. Habt ihr das Feuerbrett bei euch drin gelassen? Jetzt räumt er alles aus hier. So. Und dieses Blatt? Kann ich dann zumindest gleich einen Verband herstellen? So, mal gucken, ob der auch rausfliegt. Inventarprobleme, ne? Ja, offensichtlich. Guck mal. Wir haben keinen Platz mehr. Dann haue ich die Schalen jetzt hier raus. Die kann ich ja gleich nochmal separat. Boah, wie schichtet man das jetzt ordentlich um? Gar nicht, oder? Hier sind die Gräten. Die Kohle. Ich hau das Feuerbrett raus. Das kann ich ja hier aufnehmen, wenn es mir danach ist. Dann nehme ich die zwei Dinger mit vor. Die hauen wir auch gleich raus. So, meine Lieben. Hau mal hier dazu. Ich würde jetzt am liebsten gar nicht aufhören, weil es halt gerade mal so knusprig läuft, ne? So. Alles klar, noch einen Schluck trinken. Wir speichern das jetzt hier nochmal ab. Und dann geht es praktisch mit der nächsten Folge hier an Ort und Stelle weiter. Ich freue mich jetzt ganz, ganz tierisch auf euren aktuellen Stand. Sagt mir mal, wo ihr seid momentan. Das würde mich saumäßig interessieren. Haben wir uns auf jeden Fall verdient. Ich speichere es auf dem zweiten Slot. Ist gut, Nameless. Ist gut. Bis morgen, meine Lieben.